Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Civilization 6. Schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt und wir gucken mal, wir haben auf jeden Fall schon mal, wir sind gut dabei, die kann man wirklich so sagen. Wir sind relativ weit oben, gehen ansonsten bei vielen Punkten sehr weit oben dabei. Gut, hier ist es ein bisschen nach unten gegangen. Wir führen allerdings in der Kultur. Wir führen gut Herrschaftssieg. Da sind wir mit einer militärischen Stärke von 74 relativ schlecht dabei. Religionssieg. Okay, gut, da haben wir auch irgendwie gut. Wir haben Glauben runter. Wir haben einen relativ hohen Glauben. Diplomatie-Sieg. Diplomatie-Punkte 1 von. Naja. Das hat alles noch nicht so gut. Zu 100% funktioniert, aber Landtage kann hier dann noch gebaut werden. Sehr, sehr schön. Weiter voran. Können wir hier einmal unsere Religion weiter verbreiten? Hat aber jetzt die Stadt erstmal nichts gebracht. Natürlich. Ja. Erstmal nicht weiter viel gebracht. Ja, und nun? Ja. Ich hätte gerne meine Religion noch ein bisschen mehr verbreitet hier. Ja, auf jeden Fall eine ganz coole Sache, glaube ich. Religion verbreiten. Okay, ist erstmal nichts weiter passiert. So, Montreal an sich ist auf jeden Fall eine Stadt, die sehr, sehr wissenschaftlich auf jeden Fall geprägt ist und da sehr, sehr viel Wissenschaft auf jeden Fall halt auch produziert. Und ich will immer noch mit euch handeln. Ich möchte das einfach nicht. Bitte nicht. Oh Gott, starke Dürre. Oh Gott. Das tut mir ein bisschen leid für die Ungarn. Ich bisher am härtesten. Das ist das, was ich so gesehen habe. Even. Nein, ich will einfach nicht handeln mit euch. Hört doch mal auf jetzt. Auf. Handeln zu. Ich möchte das nicht. Wir haben auf jeden Fall noch drei Runden. Wir haben auch auf jeden Fall noch relativ viel Zeit, um halt auch das goldene Zeitalter da halt auf jeden Fall irgendwo. Ah, wir können weiter. Ich will kein Drehen bei Leben. Es gibt das Drehen, nämlich wir. Der Zweck der Erziehung ist. Option auswählen. Als nächstes haben wir. Ah, Montreal. Schwierig. Mal erstmal einen Markt. Hör zu, fremde Weiber, die in irgendwelch. Finde ich theoretisch auf Monarchie wählen. Ah. Politik ändern, Regierung wechseln, das hätte gar nichts. Mit Garnisonseinheit. Bringt mir alles sowas von gar nichts halt irgendwie. Ne? Also ich verliere halt eine gute Politik, eine sehr wirtschaftliche Politik und ich gebe dafür halt eine Politik halt auf, die halt irgendwie. Ja, das ist irgendwie nicht so cool. Großer Händler. Oh, wir haben großen Händler. Handelsfähigkeit um 1. Fremdhandel können in dieser Stadt beide 2 plus 2 Gold. So. Ein großer Händler hat sich unserer Zivil. Jetzt. So. Packt halt einfach rum hier. Einfach mal hier hin. Nächste Runde. Ja,
Das trifft uns an der Stelle zum Glück auch nicht, würde ich sagen. Gut, Schwemmland zerstört einiges. Oh. Düngte. Ein bisschen was gedüngt worden, aber... So, einen weiteren. Mit. Sehr schön. Suppose they paint a proscoren pollen from the moon. Und so ein Bett starten zu lassen. Aha. Okay. Ja, habe ich nicht jetzt verloren, habe ich jetzt Jerusalem verloren. Aha, okay. Okay, na gut. So. Wie sieht es denn eigentlich momentan beim Klima aus? Da gab es nämlich auch hier irgendwo ein Menü. Mit aller Fortschritt. Das ist das, wo wir gerade sind. Und bis zum nächsten Zeitalter 10 bis 30 ungefähr. Das heißt, oh Gott, wir sind momentan immer noch im dunklen Zeitalter. Oh Gott, eieiei. Ne? Die Griechen sind Ulema. Manisches Reich ist im dunklen Zeitalter. Okay. Weltrangliste. Okay, das wollte ich noch nicht. Ich wollte aber. Ah, hier. Weltklima. Hat sich bisher noch nichts geändert. CO2-Konzentration. Eine Ressource. Alles im Grunde genommen noch. 12% Chance ist noch beim Alten, so wie es im Grunde genommen halt sein sollte. Madem ki milletin hep ahenktar akvamı muhtelif eden, hikmeti Süleyman'ı idrakin saburidir. Na Süleyman? Da will mir einfach nur... Ah. Stadtstaats, wenn ein Handelsweg zu einem Stadtstaat dieses Typs geschickt werden. Mhm. Ich jetzt wüsste, was das für ein Stadtstaat ist, ne? Gott. Ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt hier einfach nur irgendwelchen Bullshit da halt im Grunde gerade einreichen. Weil mich das alles, um ehrlich zu sein, null interessiert, angenommen. Keine Ahnung. Angenommen wurde Religionsstadtstaat und gewisse Zielproduktion wie entschieden. Deshalb will man dann auch keiner so richtig ihren. Ja gut, muss man ja auch nicht. Denken. Natürlich machen könnten wir. Winnipeg muss auf jeden Fall was. Ja, das ist okay. Jetzt hier einmal ein an und hin. Halt. Da zu kaufen. Oh, cool. So, den können wir einfach mal ganz gechillt, nämlich mal einfach mal hier hinschicken. Und dann haben wir da neue City. Ja? Wird zwar alles Ewigkeiten dauern, bis da irgendwie mal was losgeht, aber das ist ja auch gerade so viel später gedacht, halt wegen Rest. Halt natürlich, ne? Das muss man ja auch so sagen. Den Civilization 6 gibt es ja zumindest noch keinem Nachteil. In einem staubigen, belebten Winkel des indischen Schmidt im Feudalismus wuchs dem Menschen so, eine eiserne Rüstung bis... Ich bin jetzt erstmal Gilden. Nizza. Einen Gesandten.
Navigation, große Persönlichkeit, Bildner. Machen wir Geld. Dann haben wir in Ottawa. Ja. Berg oder den Mut, das zu verbessern. Das Dammfels. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Was muss ein, also zählt alles nichts. Zählt leider alles. Moment. Machen wir mal. Ah, hier. Guck mal, auf jeden Fall. Ermöglichen Bau von Gurdwana. Und durch Druck von benachbarten Städten ist 25% wird auf 50% erhöht, wenn Druck erforscht wurde. Schädigen. Ja. Natürlich. Machen wir hier auch nochmal den Glauben. Genau, oder? Wir haben den dann fertig. Okay. Wohnraum. Erfahrung. Ja, doch gut. So. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal echt was geschafft. Wir brauchen damit in der größten und fortschrittlichsten Stadt der Welt zu leben. Natürlich. Strategie erfordert Nachdenken. Taktik erfordert. Ottawa ist momentan auch die größte und fortschrittlichste. Würde ich so sagen. Irgendwo. Ja, auf jeden Fall dann weiter. Oh, auf jeden Fall einiges bauen. So, zwei Produktionen. Gehen wir mal hier hin, so, wo eigentlich auch finden einmal und dann können wir hier auch meinetwegen um Hamilton herum Berger zum sieht doch gut aus, also können wir hier meinetwegen auch nochmal Geld kaufen. Dann können wir von den Pferde. Wir haben noch keine Reiter? Haben wir echt noch keine Reiter? Ja, auch ich. Komm, wir holen uns nur noch Handwerker aus Gold. Haben wir auch mal das Gold effizient genutzt. Gott, ey. Alter. Wege anzeigen. Noch. Wir finden einmal nach. Ja, Agent. Hingehen.
Machen wir es halt einfach mal, keine Ahnung. Weiß man nicht, was das bringt. Also gut, ein Kultur, aber. So, unsere Siedler sind halt im Grunde auch bald ready. Angekommen, man sagt. Ne, das machen wir nicht. Gehen wir dort nicht. Wir bauen da erstmal noch ein paar Stadtmauern, das ist okay. Handwerker, der. Kommt irgendwie Neues dorthin. So. Man kann nicht einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. Okay. Bankwesen. Heureka. Oh, noch ein Heureka. Romkirche. Müssen wir machen. Ja. Große Händler. Rekrutieren. So. Also hätte man, man kann ja eigentlich Tennis hier gucken. Gold, wird eingesandt. Okay. Ja, also, was soll man da machen halt irgendwie? Ne? Aber hier kann man auf jeden Fall auch nochmal irgendwie eine Plantage errichten. Mir sogar wieder ein bisschen was dazu. Gehen wir mal hier hin mit dem Siedler. Wir da auf jeden Fall die nächste Stadt gleich. Der Bucht von Campeach. Also wir hätten sogar noch mal Platz für einen weiteren Händler. War ganz fresh. Ja, eigentlich nochmal. Ah ja, das. Na gut, dann haben wir zumindest eine Landverbindung zwischen unseren Städten. Das ist auch schon mal was. Okay, gut. Können wir erstmal weiter kaufen. Aber haben zumindest erstmal die letzten Gebäude da halt im Grunde genommen noch aufbekommen. Wird trotzdem erstmal noch Handwerker erstmal nochmal kaufen. Dann machen wir. So, na gut, machen wir einen Händler. Machen wir auch da von da aus mal noch einen Händler. Das ist. So, was können wir hier denn bauen? Stadtmauern. Echt? Sehr schwach. Der muss mal. So. Martin. Finanzexpertin. Messerin. Machen wir einmal nach Hamilton zu weisen. Ganz genau einmal. Und auf jeden Fall. Ich will jetzt die Position ändern. Da ist sie. Ich hätte da jetzt ganz gerne mal ein. Machen wir einen Theaterplatz raus. Hier, plus zwei Kulturen. Klingt doch gut. So, nochmal. Ja, eine Runde eigentlich exakt. Und dann können wir uns das Geländefeld kaufen. Hier haben einen schönen Theaterplatz. Ach. Wir eine große Persönlichkeit holen. Wohin mit den ganzen? Okay.
Hier gibt es auch keinen. In Cardiff gibt es auch keinen. Okay. Er macht der Elektriker aus für drei Technologien. Na gut. Der gründet eine Stadt. Und der. Und. Mine. Der baut erstmal ein Monument. Und dann sieht das da schon mal gut aus. So. Und ich würde sagen, was auch gut aussieht, ist die Folgenlänge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.